Tatwaffe präsentiert verschiedene Beweisstücke zu seinem neuen Album Volltreffer. Und natürlich zum Start wieder ein frisches Clipwerk, diesmal aus dem Hause Alessandroni, Paul und Honesty. Und wer sich jetzt fragt, woher kenne ich denn den Alessandroni, der sei auf den Pfeifer in den Enrico Morricone Soundtracks von Für eine Handvoll Dollar oder Spiel mir das Lied vom Tod verwiesen. Und wer sich dann noch fragt, was hat denn der jetzt mit Hip-Hop zu tun, der soll seinen Kopf für die nächsten 4 Minuten in den Sand stecken. Seit heute ist das neue Tatwaffe-Album Volltreffer vom üblichen verdächtigen Tatwaffe in den Läden. Die Scheibe bringt 18 Tracks auf die Waage und ist garniert mit Features der feinsten Art. Die lange Wartezeit auf das Album überbrückte Tatwaffe für seine Fans mit einem Mixtape, auf dem er fast ausschließlich über Beats amerikanischer Herkunft rappte. Irgendwann wird es schon den Moment geben, wo halt du einen Beat hörst aus Deutschland und denkst, ey, der ist auf jeden Fall aus den Staaten und der könnte auch drüben laufen und den wird sich jemand picken. Und der Austausch fängt ja jetzt schon an. Amis machen Arbeit mit deutschen Produzenten zusammen. Hier wird mal ein Remix gemacht für eine Ami-Single. Und ich bin sicher, bald gibt es auch Leute, die halt für Amis produzieren. Weil es in Amerika gibt es einfach so eine Größe. Die Hip-Hop-Szene ist da so groß. Und allein in New York gibt es, weiß ich nicht, wie viele 100 MCs. Und weißt du, die brauchen alle Beats. Aber ich glaube nicht, dass es so viele Produzenten wie MCs gibt. Und vielleicht ist da mal die Möglichkeit für deutsche Produzenten, wirklich sich ihr Zeichen zu setzen, indem sie in die USA fliegen, halbes Jahr und anfangen, da Beats zu verkaufen und Beats zu shoppen. Steig in den Wagen, zeig mir die Straßen, Gangster will wir sind die goldene Waschbecken, volle Taschen und eine waschechte Rolex. Auf Volltreffer versammelt Tatwaffe eine illustre Gästeschar von Olli Bagno bis Italo Reno. Durch sein Feature auf dem Tomek-Track Gangster will stellen sich einige Fragen, die eine Antwort fernab aller Internetforen bedarf. Das ist der Remix, der kommt in vollen Farben wie die Karibik, denn Gangster gibt es überall. Renn, wenn wir dich überfallen. Also erstmal muss ich sagen, das ist jetzt, weiß ich nicht, mein 10. Interview, sag ich mal, zu meinem Album jetzt. Und
jeder, bis auf einen, hat mich auf Gangsterville angesprochen und gefragt, wie ist denn das? Die einen meinten, ja, da bist du ja richtig gedisst worden. Andere wussten ein bisschen mehr, was passiert ist, und haben halt gefragt, ja, wie kann das denn sein, dass du immer noch kredibel bist und dass du so wenig gedisst wirst, obwohl du das Lied gemacht hast. Und ich denke, das liegt einfach daran, man muss sich nur das erste Firma-Album anhören. Also ich habe dann nichts anderes gemacht als auf Gangsterville oder als auf dem letzten Firma-Album oder so. Ich versuche einfach, gute Tracks zu machen, und ich habe mich ja nie limitiert darauf, nur Battle-Dinger zu schreiben oder nur Party-Dinger. Und auf unserem ersten Album war schon die eine, ein Love-Song, der halt heute noch riesiges Feedback hat, jeden Tag auf unserer Seite. Und deshalb mache ich mir auch nicht die Gedanken wie viele andere, kann ich das machen oder nicht, wenn ich was fühle und wenn ich weiß, dazu habe ich was zu sagen, dann mache ich das. Und die Erklärung, dass ich den Track gemacht habe, ist ganz einfach. Corrupt hat einen Track gemacht, der hieß Gangsterville, schon bevor ich dazu gekommen bin. Mit Tomek zusammen hat er das gemacht, und ich habe den Track gehört und habe gesagt, Alter, ich muss da drauf, es ist Corrupt. Und Corrupt ist einer von den ganz Großen für mich. Oh, yeah. Ein aktuelles Phänomen des deutschen Hip-Hops ist der Drang, genau das zu machen, was die eigene Mutter bestimmt nicht gut finden würde. Sprich, Neigung zum flachen Rap mit 100%iger Schockgarantie. Auf jeden Fall, wenn du jetzt mal die jungen Leute von heute hörst, was da abgeht, halt, erzählen halt in ihren Raps über, yo, Pumpgun in deinen Rachen und ich hol das Messer raus und so weiter. Und wer Sachen echt so gesehen hat, weißt du, der rappt irgendwie anders darüber. Und dann gibt's halt Leute so wie Azad, so, wenn der mit seinen Leuten im Video post, weißt du, dann ist das schon echt so. Ich bin da auch kein Typ, der sagt so, ey, was soll das so, weißt du? So, ich habe auch meine Leute, und da gibt's auch Leute, die sind nicht so witzig drauf. Und warum soll man das nicht zeigen? Und warum soll man nicht die Realität zeigen? Also ich stehe da in dem Sinne voll hinter. Nur die Leute, die das so durchziehen, die haben eine Verantwortung. So, die müssen aufpassen, dass nicht alle Kids genau den gleichen Film fahren wollen, weil das wird den Künstlern selbst auch nicht helfen. Weißt du, wenn jeder dieses Image versucht abzukupfern für sich, das wird nicht klappen. Wer jetzt noch Bock auf mehr Futter fürs Hirn und die Augen hat, der checkt im Internet tatwaffe.org aus. Dort hat der Kölner MC mal alles, was ihn betrifft, übersichtlich zusammengefasst. Jojo, das ist Tatwaffe, und aus meinem Album Volltreffer hört ihr jetzt so viel mehr. Checkt den Song und geht in euch und gebt mir Feedback, alright? Wie alles ist mies und geht den Bach runter. Ey, ich halt die Augen offen und ich seh jeden Tag Wunder. Ich bin noch jung, ich hab nur 10% der Welt gesehen. Und dass alles scheiße ist, kannst du dir selbst erzählen. Ich seh Menschen, die mit sich kämpfen und den Schmerz besiegen. 1000 Boys und Girls treffen grad ihre erste Liebe. Das ist das Leben, und da kommen Ups and Downs. Aber ich bekämpf alle Probleme mit Bass und Sound. Ey, da gibt's Liebe und Romantik zu eurem Favorite Song. Und nichts ist besser, als wenn ein Typ mit seiner Lady kommt. Vielleicht findest du dein Glück oder auch Freude fürs Leben. Ey, frag die Aborigines, es gibt Träume für jeden. Ey, da ist so viel mehr, dass ich das erleben darf. Jeden Tag und ein Leben danach. Da ist so viel mehr. Ich denk da nur an Musik als Mittel gegen den Krieg. Und du siehst, da ist so viel mehr. Hip-Hop gab mir die Chance, Songs zu finden wie Kids in der Bronx. Und so viel mehr, mehr. Ich zeig's dir. Ich find jeden Tag einen neuen Grund zu leben. Vielleicht geht's dir ähnlich und du schießt grad deinen Bund fürs Leben. Und vielleicht checkst du grad den Körper so einen Rhythmus auf den Takt. Oder fasst deine Gedanken in Wörter auf den Lack. Meine Stadt ist mein Haus, und wir haben alles, was du brauchst. Fresh Raps und Jersey. Ey, wir haben alles, was du kaufst. Und ich rap so dirty, sodass ich alles verkaufe. Yeah, Tatwaffe, der alles gibt und der sich alles erlaubt. Solange es Menschen gibt, die über ihre Grenzen hinausgehen. Solange es Menschen gibt, die für die Freiheit kämpfen und aufstehen. Und solange es um mehr geht als um Euros und Aussehen, könnt ihr diesen Track hier bedenkenlos aufdrehen. Da ist so viel mehr, dass ich das erleben darf. Jeden Tag und ein Leben danach. Da ist so viel mehr. Ich denk da nur an Musik als Mittel gegen den Krieg. Und du siehst, da ist so viel mehr. Hip-Hop gab mir die Chance, Songs zu finden wie Kids in der Bronx. Und so viel mehr, mehr. Ich zeig's dir. Joints and Jam. Mehr. Seit gut 2 Jahren bastelt Illo an seinem Debüt. Bevor der neue Longplayer Gigolo erscheinen wird, released der Halbfranzose dieser Tage seine EP Werdig. Mit seiner ersten Single Werdig greift er ein alltägliches Problem auf. Werdig ist eigentlich so ein Thema, was mir zufällig entstanden ist. Ich saß morgens bei ASD im Tourbus, als ich Support gemacht habe, nach irgendeiner Party, habe schon 1-2 Whisky-Cola-Intus gehabt und die Jungs waren schon alle schlafen.
Und ich habe einfach so plötzlich über meinen Bruder nachgedacht, der jetzt in, wie alt ist er jetzt, 12? Also Phil, falls du mich siehst. Habe über seine Situation nachgedacht oder vor allem über die Geschichten, die ich von ihm höre, die auf seiner Schule passieren. Und er geht auf dieselbe Schule, auf ich, die ich damals gegangen bin, auf die Jahnschule. Jetzt heißt die, weiß ich nicht, wie in Hamburg ist sie auf jeden Fall eine Gesamtschule. Und habe mir halt Gedanken darüber gemacht und habe einfach einen Track geschrieben, weil ich dachte, dass die Szene zurzeit sehr auf dieses Gangster-Image halt fixiert ist und das überhaupt nicht mein Ding ist. Und wir als Künstler halt auch eine große Verantwortung haben und den Kids irgendwas anderes wiedergeben müssen, anstatt nur irgendwie Gewaltverherrlichung. Und das war einfach mein Beitrag dazu, sage ich so. Ich wollte einfach den Kids so zeigen, ey, macht euch für Schwächere auch mal gerade, so toleriert mehr. Und Gewalt ist nicht die einzigste Lösung. Bevor sich Inno an die Finalisierung seines Longplayers, der Anfang 2005 erscheinen soll, machen wird, begibt er sich erstmal auf Gastspielreise mit einigen seiner engsten Freunde aus der Jugend. Es brennt mir auf der Zunge, dass ich Support bei Samy Deluxe machen werde. Also sollen alle Leute zur Samy Deluxe Tour kommen. Wegen mir natürlich auch, aber vor allem auch wegen Sam. Wegen den Headliners, wegen Chanel, 030 Gangster Click aus Berlin, wegen J-Love, der auch dabei sein wird, wegen DJ Mixwell und der ganzen Crew. Wir werden in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs sein. Das wird bestimmt eine fette Show, die richtig lange geht. Das Eintrittsgeld wird sich auf jeden Fall lohnen für jeden von euch. Und ihr könnt euch auf neuen Shit freuen. Und wir werden alle eine gute Zeit haben, also kommt bitte zur Tour. Wir freuen uns auf euch und ihr euch hoffentlich auch auf uns. Mehr Infos zu Illo und seinem Imperium sowie die Möglichkeit, online direkt Fragen an den Franzosen von der Watercan zu stellen, findet man im Internet auf der frisch eingerichteten Seite www.illo.info.